So. Ganz leise Mucke laufen lassen. Pferd rauspoppen. Was brauchen wir noch? Ein Client. Sind übrigens schon online, Hardy. Okay. Nice. So. Gut, kurz weg. Jo. Oh, der Titel stimmt nicht hier. Ja, muss immer ändern, Dude. Änderst du das oder soll ich ändern? Ne, mach du mal. Wie nennen wir es? Don't know, aber das Announcement hast du schon mal verkackt. Das fixe ich gleich manuell. man sieht wieder, wie professionell wir sind. Ja, ja, Klar. ja, ja. Fuck, wie haben wir die anderen denn genannt? Ich mache jetzt einfach Copy-Paste. Mal wieder total unorganisiert und gerusht und. Beste. Oh shit, das VOD wird auch falsch benannt werden. Oh Gott, das ist Das alles. ist alles von arschdirty. Nenn es einfach All Three Multiplayer Mod Beta Test mit den Plebs. So. Ja, Spiel auch, ne? Okay, jetzt bin ich kurz weg. Ah ne, ich tu noch Okay. kurz das Announcement fixen. So. So. Er sieht ja fast gleich aus. Ja, ist genau das gleiche. Nein, jetzt schon. Ach. So, kurz weg. Jo. Hello guys. Ja, Dirty muss streamen, weil ich muss um halb weg, was ich vorher jetzt nicht wusste und deswegen kann Dirty halt ein bisschen länger machen. Das macht halt keinen Sinn, wenn ich jetzt streame. Geht's Batman, so ist es im Leben. Dirty Quality muss auch mal sein. Dirty ist noch, glaube ich, gar nicht auf dem Server. Nö. So, Boys und Hardy und Plebs. Yay. Ich habe jetzt mein Getränk bringen lassen. Von dir selber. Ja. Ich habe heute im Edeka so ein Mate-Getränk gesehen, neues. Das heißt Maya Mate. Und jetzt habe ich das mal probiert. Also mal Sounds mitgenommen zum retarded. Probieren. Ja, das sind diese ganzen Mate-Getränke. Und ich finde das ziemlich geil. Ja, noch nie probiert. Die haben heftig Koffein drin. Ist geil. So, gucken wir mal, ob irgendwie läuft die neue Version. Geht auch auf die, also auf Mate-Getränke oder auf Maya-Mate? Also ich habe es zum ersten Mal gesehen, Dark, deswegen ich trinke normal nur Club-Mate. Manchmal auch von diesem Fritz Cola, diese Mate-Dinger, aber die sind nicht so geil. So, gucken wir mal. Gönnen. So. Energy Drink für Arme. Kostet genauso viel, wenn nicht sogar mehr als ein Energy.
Wahrscheinlich schon, ja. Ich kann mir nichts anderes mehr leisten, Dark. So. Weg Kacke. Nice. Aha. Dem Dude wollte ich auch noch schreiben. So. Welchem? Stream-Announcement für uns. Ah ja, dem Hazard. Dem Hazard. Dann, gehen wir mal auf die Main-Scene. Weil das scheint ja irgendwie zu funktionieren, glaube ich. Jesuor. Schmeckt irgendwie nach Wasser. Nicht geil. Nice, Digga. Oh cool, wir wurden einfach so random dazugepackt. Ah, wer ist denn Kanu, Alter? Irgendwelche No-Name-Germans fangen jetzt auch an, hier zu streamen, oder was? Kommt wieder der Hate. Ja, was soll das? Wir sind der Grund, warum die Scheiße hier im deutschen Bereich vertreten ist, ja? Erstmal haten. Haten geht immer. Läuft der Server nicht, oder? Nein, ich wurde nur direkt gekillt. Erstmal direkt von Kano TV gekillt, alles klar. Ich kümmere mich da mal eben drum, wenn's okay ist. Um den Kano? Ja, sicher das. Ja, ich weiß nicht, wo der steht, aber ich schon. Das heißt Krieg. Gut, dass ich weiß, wo die Leute steht. Sehen jetzt mal die Pleb-Cam anstatt von Hardys Cam. Ups. Wo ist der Unterschied? Primer ist auch da. Stahlbetonwand, guck dir das an hier. Und da ist Primer. Erstmal abstechen den Jungen. Prime ist auch da. Zack. Stahlbetonwand abstechen, zack. Ich roll mir mal die Plebs auf. So, wo ist denn der andere Dude? Der Kano schon tot oder was? Wie viele Leute, ich weiß es nicht. Wie viele Leute sollen heute kommen? Also ich habe gehört, das soll heute der größte Test 22 sein. 22 haben sich angemeldet, es sind gerade 20 drauf. Ja, hört sich gut an. Also bis jetzt sieht es auch smooth aus, dafür, dass wir wieder auf irgendwelchen russischen Servern rumgammeln. Ja, es wird wahrscheinlich zwischendurch wieder ein bisschen shitty werden. Boah, Gott. Basic hat mich getötet, ey. Der Junge ist auch hier. Wie die ganzen deutschen Leute sich hier draufstürzen. Ja, weil wir das machen. Ja, sagt doch einfach, Leute, dass wir der Grund dafür sind. Hallo, Dirty, ich seh dich. Die haben gemacht, dass man jetzt automatisch im Fahrzeug spawnt, wenn man... Ja, das ist ganz nice. Wow, und ich wurde aber direkt getötet. Old V. Lass mal... Aha, erstmal Alternate Death töten. Was ist denn hier irgendein gepanzertes Fahrzeug? Weiß ich nicht. Warte, ich sehe ein Kano. Roma ist gepanzert. Zack. Wie, er hat es überlebt. Stahlbetonmann hat sich zu mir geportet. Wo bist denn du? Auf dem Dach. Lass mal den Kramer mitnehmen und den Basic. Ja, die nimmt's alle mit. Und da ist Toxic. Oh. Ging nicht so gut. Kano hat mich wieder geholt, ey. Wo ist denn der? Diese Halle drinne, wo der Repair Point ist. Ja. Aber lass mal irgendwo anders hinfahren. Weil das ziemlich smooth aussieht hier für die Spielerzahl. Aktuell ist das ganz okay. Wow. Pride ist auch hier, was? Habe ich ja vorhin gesagt. Alter, was ist denn hier los? Oh, du hörst wieder nicht zu, Louis. Nee, höre ich nicht zu. Wer ist denn das? Okay, irgendein Random. Ich guck also den Namen. Ich glaube, der halbe Server ist bestimmt deutsch wegen uns. Nur wegen uns. Wir machen Stuff. Wir sind halt die größten GTA 5 Streamer, die es gibt. Man kennt sie. Kann man auch nichts für, dass wir Trendsetter sind, Dude. Ja. Könnt ihr bitte sterben? Nee. Okay. Da geht's ja ein. Und bin natürlich falsch eingestiegen. Ah, nee, ist richtig. Du bist in dem Hunter drin? Ja. Okay. Sieht man das? Ja, hat man gesehen. Die ganzen gepanzerten Fahrzeuge, ne? Das ist so okay. Ah, da ist Stahlbetonwand. Wow, so ein Genius.
Du hörst Automusik, Cyberfreak. Alter! Der meint deine Musik. Ja, meine Car Bus Boosted Car Music Extra Boosted Car Bus. Das hören wir. Zack. Zack. Ah, ja, das ist mal wieder der typische Weapon-Sync-Test, wie schon gedacht. Boah, das ist aber uncool mit dem Hunter da ganz oben. Ich sorg jetzt mal hier für Action. Wer hat eigentlich dieses riesige Flugzeug wieder hier gespawnt? Wow. Also, irgendwann ist er ganz weit oben in einem Hunter drin. Alter, oh. Hier fighten. Okay, die fighten hier irgendwie. Ich halte aus. Für hier dieses Ding. Sogar easy. Jetzt nicht mehr. Oh. Da werden dieses Riesenflugzeug da gespawnt. Ja. Hardy, du hörst mir nie zu. Nö, tu ich auch nicht. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Dirty. Jetzt weiß man, wie das ist. Ja, feels shit, man. Joa. Wow. Also, die haben anscheinend wieder ein paar Crashes gefixt. Ja, sogar eine Menge habe ich gelesen. Ja, eine ziemlich große Menge, ja. Lag? Was, laggt es bei mir oder bei dir? Dark. Doch, bei OBS. Wo sehe ich das bei OBS, Mann? Ich habe doch keine Ahnung von der Kacke hier. Ah, du siehst doch unten, ob das Kästchen grün ist oder... Ah, das Kästchen ist grün, das sieht doch gut aus. Ja, kannst du unten sehen, ob du verworfene Frames hast. Wenn nicht, dann liegt es nicht an dir. Will sieht eigentlich Twitch gut aus. Oder wer auch immer das geschrieben hat, Ducky Rat. Ob Frames 1,1%. Ist das viel? Ist jetzt nicht gut, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, also. Ist doch perfekt für den Plebstream. Alter, das kann doch nicht sein hier. Was machst du denn? Stimmst du die ganze Zeit? Ja. Kann das sein? Ja, das kann sein. Alter. Auf dem Blut drauf so ein Kick. Ja, Ducky Rat, das kann ja auch Twitch sein. Aber es kann auch genauso Twitch sein, wenn du verworfene Frames hast. Ich hatte gerade einen mächtigen Soundbug. Autsch. Das ist mir hier immer wieder zu anstrengend. Ich baue ein Flugzeug. Du baust ein Flugzeug in der Zeit? Ich baue eins. Wir sind abgestürzt. Liegt denn da so shitty? Sag mal jemand einen Namen von einem entspannten Flugzeug. Irgendwas Entspanntes, aber Schnelles. Weiß nicht, was man da so spawnt. Ey, 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 das ist gerade die Tiere, sowas von. Weißt du, was ich meine, Hardy? Nee. Okay. Nice. Okay, es sind 22 Leute auf jeden Fall drauf. Alle da, die angesagt haben. Das hat es bei GTMP nie gegeben. Lol, der Stream laggt wirklich. Dark hat recht. Ja, aber du laggst auch. Also bist du dein Internet. Mans, great. Mal kurz gucken, was hier los ist. Ist der Dirty Free? Sie werfen die Frames in den Müll. Ja, schon bei 10%. Bruder, stell mal deine Bitrate runter. Ist schon runter. Wenn dein Internet das nicht packt. Muss gerade gucken, was hier los ist. Also im TS hast du auf jeden Fall Paketverlust. Ja, das ist wieder. Dann kann ich auch nicht streamen. Das ist scheiße. Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Na, ich muss gleich los. Mens. Mens. Was ein Schiat. Das ist bestimmt, wenn meine Freundin Netflix guckt. Ja, dann, keine Ahnung. Mal böse Blicke hinterher werfen. Oh, sie sieht's nicht. Nimm dir einen Schal und kümmere dich drum. Weiß ich nicht. Schick sie schlafen für eine Stunde oder zwei. Wer ist das? Aha. Jetzt ist wieder grün. Was soll die Scheiße hier? Mit 11% Drop Frames. Nicht gut, Jungs. Es tut mir wirklich leid, irgendwie. Was hast du für eine Leitung nochmal? Eigentlich 120k. Und Upload reicht eigentlich gerade so für die Bitrate. Es geht ja auch in der Regel. Was für eine Bitrate hast du eingestellt? Moment. Oh lol, ich kann es gar nicht anschauen. Auf Einstellungen gehen. Ja.
Sagst du so einfach, wo ist denn das? Ja, wo Einstellung unten rechts steht, wahrscheinlich. Dankeschön, Hardy. Okay, das ist. Aber wie viel Upload hast du denn? Eigentlich so 5 MB oder so. Wenn du den gleichen Vertrag hast wie ich, dann müsstest du 6 haben. Ja. Ich kann auf 3 immer ein bisschen streamen. Weniger. Auch Netflix Upstream. Bei mir bist schon. Du auf 60 FPS? Nee. Okay. 30. Okay. Ich hab's eigentlich auf mega plebhaft eingestellt. Das ist jetzt auch gerade nur so eine Phase gewesen, aber jetzt gerade geht's wieder. Schwierig. Schwierig, Jungs. Oh, da hinten das Flugzeug sieht smooth aus. Da hinten das Flugzeug. Also bisher hat es bei mir noch nicht so hart geleckt, aber auf 24 Leute. Wir tun drauf. Einfach so, weil, so als wäre alles gut und man weiter hier. Fuck, keine Benachrichtigung bekommen. Ja, kannst das VOD gucken. Ah, ich da leckt auch weniger. Fucking Flugzeugnamen. Da Betonwand. Ja. VOD leckt echt weniger? Tut er das irgendwie dann? Ja, da sind ja keine Lecks im VOD, also ne, der ja. Buffert dann halt nicht, logischerweise. Wenn überhaupt gibt, der dann ja, einfach gut, nur ein bisschen durch. Ja, aber genau das meine ich ja, wenn Frames ja, aber droppen. Ist, das ist Ätzende daran. Ja, okay, das stimmt. Aber wenn Frames droppen, ist ja noch schlimmer. Dann hörst du mich auch abgehackt und ja, das stimmt. Bild nicht und so ein Scheiß. Auf dem Mal. FTTH heute. Was ist das? FTTH, was soll das sein? FTTH. Die Buchstaben stehen für Fiber to the Home. Holy shit. Ja, das kann man sich auch bestimmt für günstig nach Hause legen lassen. Ja, heißt doch Fiber to the Home. Mhm. GTA für einmal GTMP wahrscheinlich. Planes. Ich einmal geht's GTMP mal Money. Ins GTMP Wiki. Und schauen wir mal an, was für Planes es da gibt. Oh, sorry, Pride. Ich bin noch nicht einmal gestorben, ne? Da Betonwand. Guter Mann. Alter. GTP-Wiki ist oh, schon... Bruder, da muss ich jetzt aber los. Da hat mich einer gesehen. Fällt jetzt nichts ein, was ich... Ich nehme einfach hier den Jet. So. Oh fuck, der ist so groß. Das ist der große Jet, den wollte ich nicht. Egal. Du hast den, das Riesending gespawnt, ne? Ich glaube, das ist der ganz große, ja. Ja, der Jet. Bruder. Wer will mir denn hier ans Leder? Das kriegen wir schon hin. Ich könnte jetzt Wetten abschließen. Wenn ich einmal da oben drüber fliege, verfolgen mich 10 Leute danach, die mich runterholen wollen. Mit dem großen Jet? Ja. Pass ab, ich fliege gleich einmal drüber. Ich muss nur gerade ganz kompliziert wenden. Das kann sowas von funktionieren. Bist du auch weiter hinten auf der Landebahn oder was? Ja. Bin auf Landebahn 21. Ah ja. Da hinten bist du, ich seh dich. Weiß doch, wo hier Landebahn 21 ist. Ich heb ab. So. Wäre so geil, wenn ich dich aus dem Cockpit snappern könnte, ne? Shit, Mann. Mal gucken, was hier abgeht. Okay, ich krieg das nicht hin. Ich weiß auch nicht, ob das möglich ist. Oh, ich glaube, ich ziehe... Oh, Dirty, das sieht ja. Nicht gut aus. Wow, ich bin nicht mal in die Nähe gekommen. Und das Ding macht jetzt mal sowas von Kaboom. Wow. Jo. Das Ding fliegt gerade in alle seine Einzelteile. Ey, wie heißt das? Nimba? Ey, was ist denn mit dem Kampfhubschrauber hier oben? Nimbus heißt das. Um den muss ich mich wohl erstmal kümmern. Obwohl, das sieht eher aus, als wäre gestorben. Oh, das ist doch smooth aus, wie die Leute hier rumlaufen. Ja. Ja, halt zwischendurch gibt's... Dried, verpiss dich hier. Gibt's Korrekturen, oh mein Gott. Oh nein! Ich will doch nur wegfliegen. Du bist Dev. Zick. Okay. Oh! Weg hier. Arno ist auch wieder hier. Yo, mein Mod TK. Wieso wollen die mich alle die ganze Zeit doch nur einmal abheben? Hau rein, Bruder. Ich hebe ab. Oh. Oh. Ich höre Dirty irgendwo fliegen. Oh. Oh. Oder auch nicht. Das war knapp.
Bist du was mit dem Chat da? Ja, ne? Ja, Mann, das bin ich. Dirty, ich komme. Du wirst einen Hallo. Versuchen, mit dem Wings zu killen. Hallo. Mal gucken, ob ich es hinkrieg. Auf Dirty schießen. Ah, nee. Oh. Oh. Was geht, mein Mod? Oh nein. Dirty, hochziehen. Es geht nicht, das Triebwerk ist ausgefallen. Die wollen mich nur töten, weil ich diese Dinger hier habe. Hallo Dirty, ich bin hier über dir. JP Hardy. Hi. Hi. Was geht so? Oh, warte, du bist sogar drauf. Oh, ach. Oh. Naja, warte, ich flieg mal kurz ans Land. So, jetzt kannst du. Ja, nice. Danke, gell. Danke. Was denn? Ich bin gestorben. Ja, da hast du dich wieder zu früh teleportiert, du Pleb. So. End das Kano. Dirty, also du kannst nicht zu mir gehen. Ich muss Dinge erledigen. Okay. Warte. Oh! Hab ich nicht gemacht, ey. Stahlbeton wird aus seinem Scheiß da rausgeholt. Oh, nice. Leute, während dem Fahren noch. Töten ist schon mega nice. Auf jeden. Players ja. Haben wir denn drauf? Hast gestorben, Dark. 24, ja, nice. Also es läuft. Gut. Nice. Sehr zufrieden. FPS sind stabil, Sync ist stabil, wenn der Server nicht wieder Lags hat, weil der ja, vor allem, Server ist. Was ja so ätzend war, sind die Server-Crashes. Also ja, wenn stimmt. Die das behoben haben und das Ding jetzt eine Stunde so läuft, dann drops. Schon ganz okay. Und vor allen Dingen einige kleinen Crashes sind ja auch gefixt. Alter. Was ziemlich nice ist. Braucht mich also für Faxe. Ich bin mal auf die erste SDK so? Gespannt. Also, wenn die so langsam mal den Server und die Scripting API dafür rausbringen, wäre ich sehr dankbar drum. Das wäre ziemlich cool. Dann könnte man nämlich mal gucken, ob das eine echte Alternative ist. Das ist bestimmt eine Alternative V. Wow. Ne, ja, jetzt CNR wird wenn überhaupt, glaube ich, auf LSMP vielleicht kommen, wenn die C-Sharp haben. Weil die noch ein paar andere nice Sachen reinbringen. Die wahrscheinlich kein anderer Multiplayer-Mod jemals machen wird. Zum Beispiel? Zum Beispiel Textur. Zur Laufzeit. Ja, was auch heißt CNR quasi auf diese Texturen drauf. Und nicht so mit Scaleform, wie ich ihn jetzt DMP! Fuck it. Und keine Ahnung, was sie noch alles machen wollen. Ja, aber vielleicht machen die das ja auch. Und die wollen ja auch NPCs wie bei GTA Online machen, aber trotzdem, also wie bei 5M, aber trotzdem halt mehr als 32 Spieler möglich machen. Es wäre halt cool, wenn sie irgendwie kooperieren würden mit Ort, wie so. Ja, aber die wollen das nicht. Oh! Dafür sind die Multiplayer-Mods auch jetzt schon so verschieden. Ja, das stimmt. Aber man kann ja die ganzen Reverse-Arbeiten irgendwie sharen. Ja, das Knowledge könnte man sharen, aber keine Ahnung. Das wäre ziemlich cool. Irgendwie sind sie ja trotzdem gut. Sowas wollte einer mal damals machen für diese ganzen Arbeitsspeichergeschichten, die Offsets für die verschiedenen Klassen in GTA. Da wollte einer eine Plattform machen, wo man das praktisch sharen kann. Weil viele Mods brauchen das auch zum Teil. Ja, das stimmt. Oh, die Fahrzeuge fangen an ein bisschen zu laggen, ne? Weiß nicht, vielleicht sind es auch die Leute, die das Ding fahren, irgendwie. Boah. Gerade noch so gerettet. Sieht aus wie dieser CLS von Mercedes. Ganz alter. Ein ganz alter immer, du. Ganz alter CLS, du. Upp. Oh, hallo, Mr. Stahlbetonmann. Ach, ist der jetzt auch hier? Nee. Nee, aber ich bin gerade bei dem. Ach, der kommt hier ins Stream, weil ich ihn getötet habe die ganze Zeit. Zack. Hey, dieses Fahrzeug ist mega OP. Oh, fuck. Es war OP. Oh, Gott.
geht denn hier ab, Alter? Ich snipe jetzt mit Stahlbeton mal. Ja, wir snipen alles weg. Easiness. Alter, leckt der. Holy shit. Digga, alles explodiert. Ich kann so nicht snipen. Hört mal auf. Kann doch keiner snipen. Alter. Was dann bald mal? Ach, du hast vom Fahrrad geholt erstmal. Was ist das? Keine Ahnung. Töten. Da, Crimer. Töten. Das nochmal wälzen. Ne, kann Spawn-Killing. Spawn-Killing ist lame. Ich hole sie alle No-Scope. Alles töten, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich sehe schon, das Ding hier wird mehr Deathmatch Multiplayer Mod als sonst was. Auf jeden. Aber übel. Nimmt mir gerade alles weg. Alter! Alter, wo kommt denn das Auto her? Deine Typ ist von URP. Was ist denn bitte URP? Genau. Wir werden es niemals erfahren. Ja. Salam. Zucker. Auf geht's. Hallo Dirty. Oh. Ärgerlich. Also, wie ich das überlebt habe. Aber ich lebe noch. Alter. Aber manchmal, das habe ich auch schon öfters gesehen jetzt, werden die Models kurz unsichtbar von Fahrzeugen. Hallo. Was machst du da? Weiß nicht. Willst du mich drive-by? Nee, hätte ich ihn gefahren. Oh, shit. Oh, hi. Okay. 28 Leute sind drauf. Das ist schon fast mehr als 5M. Stimmt. Alles auf einem Spot. Lol, unsere Commands sind case-sensitive. Interesting. The more you know. Oh. Nein. Nein. Oh. Wo bin ich denn hier drauf gespawnt? Oh. Oh. Drache. Guck mal, das ist ärgerlich. Das ist aber ärgerlich. Ärmster Dirty Dude, ich verlasse dich ungern, aber ich muss jetzt los. Ja, dann geh mal zu deiner alten. Ja. Brauche ja ein bisschen, bis ich bei deiner Mom bin. Ja, dann sehen wir uns ja gleich. Kommst einfach kurz in den Keller und schaust vorbei. Easiness. Nee, also, boah, keine Ahnung, ich bin bestimmt 40 Minuten oder so weg und bist bestimmt nicht mehr im Stream, ne? Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, dann sag ich schon mal Tschüss an den Stream und keine Ahnung. Wer da jetzt noch geschrieben? Wahrscheinlich Neta. Neta muss Glühwein trinken, Prioritäten und so. Alter, die Studenten, ey. Ja, ja, nur im Saufen. Und natürlich ist Neta nur am Lernen und hat so viel Stress. Ich studiere. Bestimmt. Ja, Boys, haut rein, viel Spaß noch mit Mr. Dirty Dude. Ja, Dirty kann auch, wir uns noch hören, sonst schönen Samstag. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Jo, ciao. Immer alleine. Nice. Was hat der denn für einen Namen, Alter? Nur hier direkt. Was ist das? Dirty, nachher erstmal Würfel sortieren. Ich weiß nicht. Wobei, es ist Samstag. Ich habe jetzt noch nichts programmiert oder so. Könnte heute klappen. Aber ich muss später um 7 weg. Also kurz vor 7 muss ich los, Leute. Deswegen glaube ich eher nicht vielleicht noch spät abends oder morgen oder so, mal schauen. Ich will wieder Jet fliegen. Ich habe ja recherchiert und rausgefunden, dass wir da tatsächlich AIs entwickeln. Also die ganzen Komponenten, die bilden Methodiken und oh nein, fuck. Und Technologien im AI-Bereich ab.
Das ist gar nicht programmieren, das ist wirklich schon... Oh mein Gott. Wirklich schon so künstliche Intelligenzen bauen. Da gibt es auch später dann so Tasks wohl, wie irgendwie entwickel die AI für ein autonomes Fahrzeug und sowas. Wo du halt extrem viele Daten sortieren musst und zuordnen und... Heftig. Wird also zur Lernmaschine für die Wissenschaft, ja. Also ich finde das ganze Ding an sich ja ziemlich cool, weil man lernt ja auch selbst viel über diese Sachen und wenn man da auch die Texte liest, was ich halt nicht gemacht habe, dann stehen da tatsächlich Sachen drin, wie diese Technologie in echt zum Einsatz kommt, wie das halt in real funktioniert und nicht nur so in diesem Spielumfeld. Das ist ganz cool. Mal Pride hier rausholen. Alter, die Streaming Range. Die bangen teils rum mittlerweile und die werden auch teils invisible. Fuck. Ist das besser als Rage MP? Ist echt schwer zu sagen, Naruto, weil das ganze Ding ist noch voll am Anfang. Holy shit. Das ist irgendwie gerade mal seit 1 oder 2 Monaten im Beta-Test verfügbar, für Beta-Tester. Die gehen jetzt halt langsam mit den Spielerzahlen hoch und wollen halt gucken, wie das Ganze performt. Wirklich schwer zu sagen. Also ich persönlich finde, dass die On-Foot und Vehicle-Sync schon besser ist als Rage MP und die Waffen-Sync sowieso. Also Waffen-Sync bei Vipen. Man weiß halt nicht, wie es halt mit mehr Spielern wird. Aber an sich läuft es ganz smooth. Hab auch selten Crashes gehabt, also tatsächliche Game-Crashes. Der Server crasht viel eher. Gar nicht, ob die jetzt auch Dummy-Spieler hergeholt haben oder warum hier halt so viele rumstehen. Wow. Wie viele Spieler sind jetzt on? Wir haben gerade 27 Spieler auf dem Server, aber alle hier beim Flughafen. Also nicht irgendwie quer über den Server gestreut, sondern in der Regel alle hier in Sichtweite. Das ist halt ein riesiges Gemetzel. Boah, ich will mit dem Bus fahren. Was will der, hä? Oh, shit. Er hat mich getötet und nicht ihn. Was zur Hölle? What the fuck? Who the fuck? Okay, naja, wir kriegen das hier hin. Mann, jetzt erstmal hier einen Suizidangriff auf den Bus. Fuck. Hat nicht geklappt. Mit New Life geil auf jeden, denke ich. Also. Ihr seht ja schon, wir lassen uns da viel Zeit. Das muss einfach gut werden. Oh. Jetzt ist es mein Bus. Wow. 2-5, 2-5. Alter, wieso hast du so viele Faxgeräte, Virus? Alter. Die hat genauso viele, what? Ich sehe schon, ihr wollt hier nur Faxgeräte farmen. Abstechen.
Alter, ist das ein Gemetzel hier. Guys, don't crazy dead around. DNP, nice English, man. Oh, shit. Oh, Leute, Undefined verschenkt einen Sub. Aber ich glaube, in diesem Chat sind schon alle Sub, oder? Ihr könnt euch ja trotzdem mal melden. Hab ich noch Sub? Test. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab Sub. Ach du Scheiße. Oh, die wollen einsteigen, aber... Oh. Der zeigt jetzt keine Subs an. Was mit fliegenden Autos? Was meinst du mit fliegenden Autos? Achso, du meinst wie bei GTMP, sowas gibt's hier nicht. Also hier fliegen dir keine Autos in die Fresse. Nur Kugeln. Holy shit! Wer spawnt denn sowas? Oh mein Gott, was für ein Vollidiot. Das ist, wenn man random die ganze Zeit Leute zu Beta-Tests einlädt. Not so great, man. Nein. Jetzt. Zack. Zack. Alter, zum Glück leckt der Panzer gar nicht. Oh. Snap. Lass mich repairen. Nein, das hat nicht geklappt. Verus soll einen verschenken für Faxgeräte. Ich glaube, hier sind tatsächlich schon alle Subs. Tut mir leid. Schade, ihr könnt uns kein Geld schenken. Woher kommen diese UAP-Leute? Alter, welcher Idiot spawnt da diese Cargo-Planes? Ihr seht, wie genau der Scheiß ist. Also kann wirklich irgendwie auf Distanz jemand in den Kopf schießen. Oh. Oh. So viel UAP-Leute hier. Was soll das? Explodiert nur noch alles, Mann. Alter. Jetzt kurz mal eben Nachrichten abchecken. Bug Reports. Okay. Ist das Sync so wie bei GTA Online sogar besser? Naruto, hier sind teils Sachen gesynkt, die sind nicht mal in GTA Online gesynkt. Zum Beispiel, Wellen. Also tatsächlich, die Wellen im Wasser sind gesynkt. Was haben wir noch gesynkt? Wir haben hier die Windräder gesynkt. Also ihr kennt bestimmt hier von den, von diesem, wie heißt die Scheiße denn echt? Diese Dinger, die durch Wind Energie produzieren, ihr wisst genau, was ich meine. Da die einzelnen Propeller sind gesynkt. Mit allen Spielern. Schön. Komm, tötet mich doch. Windparks, ja. Die Dinger, die im Windpark stehen. Windräder, genau. Da sind die einzelnen Propeller gesynkt. Wir haben Wasser gesynkt. Also die Wellen. Alter. Wir haben... Hier noch alles gesynkt. Wir haben sogar auf Motorrädern... Kennt ihr das, wenn ihr auf Motorrad sitzt, dann zieht euer Spieler so einen Helm an.
Das ist gesynkt, also dass der Spieler den Helm anzieht. Und das ist es auch gesynkt, dass die Farbe von dem Helm ist gesynkt unter anderem. Es ist gesynkt. Holy shit. Natürlich alle Fahrzeuge sind gesynkt mit allen Waffen, so was man kennt. Auch hier die Fahrzeuge, die transformieren können, also fliegen und so weiter. Wow. Das geht gar nicht so viel, man müsste eine Liste führen. Alter! Man sollte mal eine Free-Roam-Runde machen ohne Waffen. Und Leute einfach nur rumfahren, das wäre auch interessant. Holy shit, Mann. Oh mein Gott. Alter. Was ist das stärkste gepanzerte Fahrzeug, was es gibt? Ich muss mal nachschauen. Armored. Gibt's nicht. Was heißen diese Dinger denn? Scramjet, den kenne ich gar nicht. War das der von vorne? Ah. Ist ja geil. Alter, der lässt sich mega gut fahren. Super ansprechbar. Oh nein. Holy shit. Alter, wie die da hinten runterfallen. Alter, okay, jetzt langsam laggt's. Okay, ja. So langsam nicht mehr witzig hier. Irgendjemand macht halt TP hier, während ich in der Luft bin. Schön. Gute Experience, der Test. Ah. Schnell weg hier jetzt. Okay. Schön. Noch ein Versuch. Oh Gott. Was denn? Zack. Hier bin ich safe. Wow. Ernsthaft? Fucking ernst? Okay. Noch ein Versuch. Weg hier. Wow. Oh Mann, ey. Oh, feels good. Gesynkt als Real Life, ja, das stimmt. Kanjali. Aha. Danke dir, Naruto. Der ist doch der, den man so schwer kaputt kriegt, oder? Panzer, bitte! Und der ist kaputt.
Stahlbetonwand. Erstmal hier aufräumen. Teleport to me if you wanna live after spawn. Wie auch die Waffe wechseln? Tank Cannon. Ich schütze einfach mal die Leute hier im Spawn, wenn sie mich nicht töten. Auch mal den Chernobog mache ich gleich. Nice. Das Ding ist schon OP irgendwie. Oh nein. Mach mal Chernobog, Chernobog. Hey, Moment. Boah, wow. Aber das Ding hinten kann ich doch nicht steuern, oder? Wow. Wow. Spieler. Tatsächlich. Wie kann ich denn hinten dieses Ding ausfahren? Wow. Okay, ich tu mal kurz hier. Wie heißt der Scheiß? Shit. So. Wie heißt der Scheiß? Dieses scheiß Bike, was fliegen kann, Mann. Nicht Deluxe so. Oh, das ist Auto. Okay. Kill sie. Herr Barrage, warte kurz. Ah. Yo. Zum Glück leckt er gar nicht. Oh. Alter. Den holen wir runter. Okay, das wird hier nichts mit dem Fahrzeug. Chernobog. Wie ging das jetzt nochmal? Irgendeiner Taste konnte man doch... Ah? Aha. Und jetzt? Muss man hinten einsteigen, oder? Wie muss man doch hinten jetzt einsteigen, damit der... Moin, jetzt geht's los. Oh. Hui. Das sieht doch gut aus. Oh, shit. Ja, der leckt ein bisschen, aber das kriegen wir hin, oder? Ja, ich glaube, der ist schon weg. Das Pride. Hui. Man hier einen auf Luftabwehr. Das Ding ist ja mega OP, Alter. Ist in der Luft ein, oder was? Da. Mal gucken, ob wir den da hinten holen können. Oppressor 2, genau, das ist das Bike, was ich gesucht habe. Wow.
Leckt und Arsch. Oppressor 2, genau. Upp. Das war zumindest. Ein Versuch. Oh. Oh nein, nein, oh. Alter, brenn ich. Alter. Eine Idee. Muss aber hier wegkommen. So. Zack. Jetzt. Was soll das jetzt hier? Alter. Hey, die hatten die gleiche Idee. Hier steht das Teil schon. Genau die Idee hatte ich auch. Alter, es leckt zum Glück gar nicht. Victrum hieß der, oder? So. Die werden sich zu mir porten hier eh. Fucking shit. Dune 2? Kenne ich schon. Ich glaube, das ist der. So ein. Okay. Der Dune 2 wolltest du? Lol. Kann noch nix. Oh, soll cool aussehen. Das kann er. Hui. Hui. Mal kurz gucken. Okay. Dann erstmal weg hier. Ja. Gut geklappt. Glück leckt die Person gar nicht. Alter. Ich hab extra die Person da nicht getötet. Den Vectrum oder was war. Ich will da mitmachen. Wow. Das war eine Benachrichtigung. Erstmal hier auf Sleepen. Alter, was geht denn hier ab? Zum Glück leckt dieser Kano ab. Absolut nicht. Verlegen. Das ist nur noch Totenverderben hier, das stimmt halt. Alter Schwede. Ist taktisch vor. Hä? Ernsthaft? Wow. Ja, eigentlich hast du recht. Wow. Nein, ich bin tot. Dachte ich jetzt gerade noch geschafft.
gibt es Beta-Tests zu CSMP. Twinblade, ich habe ein paar Fehler entdeckt im letzten Test und muss die noch fixen. Weil ich aber zu faul bin, wird es da zumindest nicht in absehbarer Zeit einen Test geben. Aber das Ding wird auf jeden Fall noch weitergemacht, keine Sorge, Leute. Wow. Alter, ja, komm, noch zweimal, komm. Ach du Scheiße, ey. Port mich einfach zu Leuten. Nice, der war gut. Zack. Alter, auf jeden Fall arbeiten wir zusammen. Submersible, das ist doch dieses transformierbare Ding. Aber ich probier's für dich, Naruto. Mal gucken, ob wir das schaffen, zum Wasser zu kommen. Einfach schnell hier durchfahren und einfach nicht nach hinten gucken. Nach hinten geguckt. So schnell ist das Teil hier gar nicht. Hab ich mir irgendwie schneller vorgestellt. Dachte auch, dass ich da drüber komme. Sein fucking Ernst? Ist das dem sein fucking Ernst? Okay. Ups. Wie jetzt? So, was wollt ihr jetzt, hä? Was, hä? Oh. Komm. Was? Was? Das ist die Rache. So, jetzt gehen wir zum Wasser. Und zwar mit dem Oppressor 2. Geht das mit dem Schneeback zum Glück gar nicht. Oh nein, abspringen! Wir hätten es so knapp geschafft. Oh Gott. Alter, ey. Oh. So waren die GTMP-Beta-Tests nie. Wir hatten immer einen Plan und haben praktisch gesagt, was wir testen wollen. Gut, das hier sind jetzt Performance-Tests oder Auslastungstests oder so. Okay. So, und zack. Mercy Submersible. Okay, abtauchen. Das ist doch entspannend und schön. Immer Musik. Oh fuck. Das Radio. Oh fuck it. Schön. Dirty Freen. Fischis angucken. Bring die Hunde. Wir machen eine Exkursion. Man ist so? Hab schon. Wunderschön.
Sag denen mal, die sollen nicht zu dir porten. Jetzt erstmal kurz das Klo. Ihr könnt ja eine Aussicht genießen. Bis gleich. So, Boys, wieder da. Oh, kurz mal gucken hier. Ging im Hintergrund noch ab hier. Hoffentlich habt ihr die Landschaft genossen. Servus, sag mal, wie fährt man die Raketen bei dem Military Trailer aus? Keine Ahnung. Warum schreibt mir jemand sowas in Discord? So, dann teleportieren wir uns mal zu Kano. Okay, sieht nach Frieden aus. Kann man das im Singleplayer eigentlich auch finden, was genau? Und ich bin tot. Okay, ich sehe schon, die Deutschen haben sich hier irgendwie auf dem Dach zusammengetan. Das sieht schon mal gar nicht gut aus. Das ist hier schon... erinnert mich an was. Naja, besser so als... ja, egal. Wie wär's, wenn wir hier... ach, das Ding ist kaputt. Ah ja. Wow, er muss die fucking Scheiße da ausfahren. Weißt du das nicht? Das U-Boot. Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. Ich habe die GTA 5 Kampagne nie durchgespielt. Oh Scheiße, der steht jetzt richtig mies, weil er nicht drehen kann richtig hinten. Egal, ist trotzdem. Da ist er. Da haben wir den schon mal. Oh, kriegen wir den auch? Oh. Ja. Nice. Vor allem, wir sind hier ganz gut geschützt eigentlich. Und da ist er gleich weg. Zack. Not bad. Eigentlich ist die Position gar nicht so übel. Oh. Holy shit. Was mache ich hier? Ich habe meine Lage verbessert.
die wollen jetzt alle so ein Teil hier hinstellen. Das Ding ist richtig OP. Also wenn man davon jetzt drei Stück hier hinstellt, dann... Oh, ah, nein! Gott! Das war's mal mit meinem. Raus hier. Räumen wir den Scheiß noch auf. Hochpacken wir das? Nein, toll. Gleich auf jedem Dach nur noch LKWs, ja? So sieht's aus. Ups, nein, nein! Oh. Alter, wie die sich ausstatten hier. Das Ding ist mega OP. Alter, wie das aussieht. Das ist, als würden, ja, die Deutschen nochmal. Ja, ihr wisst schon. Welcher Hektor ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist der Hektor. Wir sind hier die Luftabwehr. Sorgen für Ruhe im Land. Ich höre etwas fliegen. Aber die Models werden manchmal noch unsichtbar. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das ist mega OP einfach. Vor allem so mega präzise. Okay, das ist ein anderer Hektor oder was? Und weg ist er. Was will der denn da? Er portet sich die ganze Zeit zu mir, der Discus. Kann man sowas auf GTA New Life im Kiosk kaufen? Ich glaube ja nicht. Was wird nicht mal das Militär bekommen, oder? Warum sitzt der jetzt neben mir? Nee, der portet sich ja zu mir. Oh, shit. Die porten sich alle zu mir die ganze Zeit. Schön. Alter, richtiges Kriegsgebiet. Oh nein! Oh Gott! Alter, das sieht schon geil aus. Vor allem, die haben ja auch ziemlich gut das hinbekommen, dass man hinten... Naja, gut, das war jetzt nicht so geil. Aber dass man hinten drin stehen kann und die dann fahren und du praktisch nicht rausfällst. Not bad. Was zum Fick?
Alter. Kann ich die Dinger rausfahren? Nein, irgendwie nicht. Okay. Platz denn auch da? Welche Platz? Von welchem Server die Platz? Alter! Das gibt Rache, ey. Komm her. Wie jetzt? Mein Motti-K ist auch hier. So, hier. Nimm das. Hä? Was war das denn für ein Lag? Kann man doch keiner erzählen. Schön. Es kann doch nicht sein, ey. Warum mit den roten Sachen? Ach so, das meinst du. Da ist er, der Maimot. PK. Holy shit! Holy, was war das denn? Alter. Ach, da ist er ja. Zack. Alter. Einfach eine Granate gedroppt? Nee. Wow. Wenn er sich die ganze Zeit zu mir porten will, dann machen wir es doch so. Soll er sich mal porten? Alter. Sieht schon heftig aus. Und hier oben so. Das war der Strike Force. Das ist so ein Flugzeug gewesen, wo dann so 5 Schüsse rauskommen, oder? Aber was mich ein bisschen stört persönlich, dass diese Flugzeuge teils noch laggen. Also. Weiß nicht, ob das an dem Pink von denen liegt. Radio. Haben die gefärbt? Ja, die haben die wahrscheinlich getuned. Weiß gar nicht, ob das... Ich weiß gar nicht, welche Lieder von der GEMA weggestrichen sind, welche nicht. Also, ich glaube nämlich nicht, dass alle GTA-Radio-Channels GEMA-geschützte Lieder abspielen. Wobei, das liegt jetzt wahrscheinlich eher schon, dass es... Aber hier so West Coast, das wird er wahrscheinlich nicht. Alter. Komm, verfolgen wir den. Alter. Ja, das davor auf jeden Fall, aber das jetzt eher nicht, denke ich. Gehen wir mal wieder zurück zur Homebase. Oh, das ist eigentlich eine coole Idee, wenn wir den einfach tasern, den Disgust, wenn er nochmal kommt. Ah, Kano hat gehostet mit 5 Zuschauern. Coole Sache, danke dir, Kano. Jetzt, wo wir Frieden geschlossen haben. Eigentlich wollte ich dich hosten, nachdem ich off gehe, in so 20 Minuten wahrscheinlich, aber... Hat sich das wohl erledigt. Ich danke dir aber auf jeden Fall und heiße die Leute willkommen, die jetzt von da irgendwie hier rübergekommen sind.
Will er mich? Wow. Wow. Ach ja. Aber wie viele Leute sind gerade online hier? 27. Burn! Oh fuck. Oh, ich finde da noch 62 Tonnen Einigkeit und Recht und Freiheit auf dem Dach. Ja, lieber nicht, Cyberfreak. Wir wollen nicht, dass sich Dinge wiederholen. Ne? Oh, lieber unseren chilligen Rundflug hier. Alter, jetzt fängt der Server an, aber zu laggen. Wer immer noch VIP? Natürlich hast du VIP, Twinblade. Bester Mann. Einer der besten, ne? Wir wollen jetzt nicht hier. Geh mal wieder aufs Dach. Was geht denn hier? Neta von Nerdy GmbH und Co. KG wollte es mir nehmen. Warum das denn? Ja, eben. Solange du nicht irgendwelche komischen E-Sport-Clan-Tags in deinem Namen hast, ist es okay. Im Late. Wird es einen Test geben, wo jeder drauf kann? Auf jeden Fall, denke ich. Naruto, nur die wollen halt jetzt erstmal im Closed Beta-Raum einfach das Ganze testen. Also so wie heute eben 30 bis 50 Leute. Und wenn das flüssig läuft, dann wird das Ding, denke ich, public gehen, also ein Public Test. Und dann kann man gucken, wie das mit 200 Leuten plus performt. Nämlich auch sehr interessant. Oder irgendwie mit Streamern zusammen und dann das Ding hier mit 500 Spielern in die Luft jagen, das wäre auch witzig. Aber dann bitte ohne Waffen. Weil das ist schon heftig so. Ernsthaft. Ist das ein echtes Girl? Nein. Muss sterben. Nee, warte. Was mit Style? Wie die Combat Wards halt auch einfach gesynkt sind, das hat glaube Rage bis heute nicht hinbekommen. Oh oh. Killed with style. Ja, die Combat Roll ist gesynkt. Wow. Wow. Brennende Personen sind nicht gesynkt, also noch nicht, daran arbeiten die. Also allgemein das Feuer gesynkt ist, die wollen das komplett. Was geht da? Boah, alter Hardy. Na? Aber nice, dann kannst du ja gleich den Stream übernehmen. Wieso? Du hast eine Menge verpasst, Mann. Echt? Ich hatte Krieg mit den Kano-TV-Leuten da. Dann haben wir uns irgendwie zusammengetan. Also wir haben Frieden geschlossen. Und auf dem Dach dann so eine Art deutsche Armee aufgebaut mit Geschützen. Oh. Und dann die ganzen das Leute. Das gab's doch früher schon mal. Das ist nicht gut ausgegangen. Ja, das habe ich auch schon gesagt, aber. War ganz nice. Hallo Streamchat. Der Kano ist aber leider weg, der hat uns gehostet oder geradet. Der muss weg? Der Kano, der hat geradet bei uns. Really? Ja, nice guy. Netter Dude. Wie viele Zuschauer? 5. Shit. Der große Fame bleibt doch aus. Das ist natürlich mega Fame, ey. Achso, ja, stimmt. Nein, alles gut. Warum wollte Neta mal VIP nehmen? Digga, keine Ahnung. Vielleicht hat Neta wieder einen schlechten Tag. Hat der sowas gesagt? Muss ich böse mit Neta werden? Ja, das fand ich auch fies. Also du bist hier Sponsor Nummer 1. Eben. Nur wegen dir streame ich noch. Ist so. Du unterhältst uns alle hier. Also warte geldtechnisch. Warte auf die nächsten 40.000 Bits. Tagelang geweint, wann war das denn? Wahrscheinlich so, ich habe tagelang geweint, wann war das denn? Ja, gestern. So vor 2 Stunden.
Ja, bei Twin Blade sind die Tage kurz anscheinend. Ach, fuck. Was macht ihr? Wie viel sind denn überhaupt noch im Server? Aktuell sind wir, lass mich eintippen, 25 noch. Krass, ist das Sync, wenn man gegen die Wand springt? Joa. Das Max war, glaube ich, 32 vorne oder so. Nice, 5M. Ist das Sync, wenn man gegen eine Wand springt? Ja, du kannst auch vor einem Dach fallen. Treppen sind gesynkt, Leitern sind gesynkt, deine Arme sind gesynkt, Ragdolls sind auch teils gesynkt. Wow. Einfach erschlagen. Ja, Ragdolls kann man bestimmt auch nur so sinnvoll bis zu einem bestimmten Grad ziehen. Ja, alles drüber ist. Alles andere wird shitty aussehen, wenn das nachgesynkt wird. Eben. Also, Hardy, da möchtest du sicherlich jetzt übernehmen, oder? Wieso? Weil ich jetzt mich fertig mache und dann weg muss. Achso, ja, ne, dann Feierabend oder nicht. War doch dann lang genug. Gesundheit. Weiß ja nicht, ob du was anderes noch streamen willst oder so. Nö, ich hätte jetzt nur noch ein bisschen mit dir hier Old V gemacht. Hm. Aua. Oh Gott, Boys. Doti. Free. Aha. Kein Content. Ich seh's. Ah. Content Dirty. Meine Nase, Mann. Aua. Mein Bot ist böse zu mir. Immer wieder lustig. So. Mal gucken. Players. Aber ist uns noch irgendwas, irgendwie was Neues aufgetreten, Bugs oder irgendwie sowas, irgendwas Interessantes? Nicht wirklich. Also der Server... Client überhaupt einmal gecrashed? Client kein einziges Mal gecrashed, der Server auch nicht. Krass. Okay, haben also echt heftig improved zum letzten Test. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich glaube, die haben das auch ziemlich gut gemacht. Wir haben es auch einmal in der Fehlermeldung gesehen. Ich glaube, die haben ganz gutes Logging und können ganz gut die Fehler zurückführen. Ja. Ich glaube, da haben die auch viel Zeit reingesteckt. Das ist vernünftig, dass sie das vernünftig analysieren können, nicht über GTMP. Das ist schon nicht schlecht gemacht, ja. Also ich setze eigentlich relativ viel auf Bolt V. Also besser als Rage wird es auf jeden Fall. Ja, ja, deswegen, also ich setze schon viel drauf, was die Zukunft angeht. Was halt auf jeden Fall erstmal erbärmlich sein muss, wenn man auf Old V geht, ist wahrscheinlich erstmal Modding Support, weil das noch nicht drin ist. Soll ja. Aber kommen. Ja, soll bestimmt noch Macht kommen. Macht bei Rage aber, MP aber, glaub auch nur Probleme, habe ich jetzt irgendwie. Ja, ich mein, ist schwierig. Der größte Modding Server war doch KW und die sind immer noch bei GTMP. Ja, stimmt. Also, ist schon krass, das hat bestimmt Gründe. Ach ja, warte, die meinen ja ihren eigenen Multiplayer-Mode. Ach ja, der, was? GTMP 2.0, oder? Nee, die machen doch 5 GT, oder? Nee, 5, nee, GT5MP, so war das. Nee, die machen 5MP, heißen die aber nur so. Ja, aber auf Twitter haben sie sich Twitter aus Trollen genannt. Twitter heißt 5 GT5MP, so. Weil 5MP schon besetzt war, glaube ich, von dem echten 5MP-Mod. Spoiler, ist nichts anderes als GTMP. Ja, wird eh nie kommen. Wahrscheinlich nicht. So wie die GTMP-Updates, oder? Bei Hades 10 Server gab es auch immer die Fehler, Nummer 1, oder? Ja, normal. Boah, Alter. Ja, ich habe auch sehr, sehr viel komischen Stuff gemacht bei mir im 10 Server. Würde ich mittlerweile auch ein bisschen anders machen. Ich habe halt quasi durch den 10 Server habe ich angefangen mit C#, deswegen der Code war dementsprechend messy und so. Und da habe ich auch angefangen mit GTMP und die ganze Scheiße. Und ich habe ja auch über die ganzen Updates durchiteriert und das ist halt, es war Code Cancer zum Glück. Deswegen, wenn ich den nochmal irgendwann aufmache, dann würde ich den nochmal von vorne anfangen und würde das quasi ein bisschen als Vorlage nehmen, so ein bisschen, wenn ich was nachgucken muss, aber ansonsten würde ich nochmal von vorne anfangen. So, ich bin mal ganz kurz weg, du kannst ja Dinge machen. Gleich ich kann reden. Ich muss ja auch sagen, ich hatte zwischendurch auf jeden Fall Bock und jetzt nochmal, als ich mir nochmal so ein bisschen angeguckt habe, so, ich hatte schon wieder Bock, auf jeden Fall, aber... Er wird halt nicht auf Rage kommen. Er wird 100 pro nicht auf Rage kommen und er wird natürlich auch nicht auf GTMP kommen. Deswegen, also LSMP wäre mir am liebsten, aber da ist ja gar nicht bekannt der aktuelle Entwicklungsstatus beziehungsweise wann die fertig werden. Man weiß da aktuell nichts, weil die sich schon länger nicht gemeldet haben, was den aktuellen Entwicklungsstatus angeht. Am liebsten wäre mir LSMP, aber wenn ich mal irgendwann Zeit und Lust habe und Old V fertig und gut ist, dann würde ich das vielleicht auch machen. Aber aktuell arbeite ich ja mit an GTA New Life, an dem RP-Projekt von Skuros. Das hat natürlich erstmal Priorität, weil da auch noch viel zu tun ist und so.
ja, das allein schon relativ zeitintensiv. Das würde ich dann wirklich machen, wenn ich mal Bock nebenbei drauf habe. Wir schauen mal. Mein Stuhl ist mal wieder kaputt, Herr Twinblade. Weiß ich nicht, da muss man mal auf die zugelassene Last gucken. Wenn es unter einer Tonne ist, dann musst du dir mal einen anderen Stuhl anlegen. Dann kann das ja nicht funktionieren. Die Plebs sind aber wichtiger als RP-Shit, oder? Ja, wenn es um die Streams geht, schon irgendwie, manchmal. 50-50, wa? Man muss halt auch mal was am Server machen und dafür vielleicht mal nicht streamen. Und manchmal streamt man halt auch und macht dann halt mal gerade nichts am Server. So ist das. Ich würde jetzt zum Beispiel keine Besprechung bei GTA New Life für einen Stream auslassen. So. Was geht's? Warte. Ich glaube, ich sterbe gleich. Okay, alles gut. Der ging nur darum wegen, was jetzt wichtiger ist, die Plebs oder GTA New Life für mich. Ja. Die Plebs sind wichtiger. 50-50. Also, ja, die 50-50 meine ich natürlich. Ja. Ich meine, der Server wird ja auch dann im Endeffekt auch für die Plebs available sein, wenn ihr das geschissen kriegt. Ja. Der Hardy macht dann viel New Life Content und. Wow. Ich vielleicht auch, ja. Aber Boys, ich glaube, die Spielerzahl wird auch nicht besser, so. Von dem her hören wir auf und ich muss los. Ihr wollt alle RP. Ihr wollt uns alle sehen, Dirty und mich. Geh mal hier runter. RP incoming. Da können wir auch nicht gebannt werden. Eigener Server. Ja, Mann. So, Leute. War cool. Ich glaube, ich gucke mir gleich nochmal das Video dir an. Ja, hab ja nicht so viel verpasst zeitlich. Wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, was AltV anbelangt, die haben eine Webseite. Steht sogar jetzt Discord. Im Titel drin. Hast du das korrigiert? Habe ich korrigiert. Nice. Also im Titel steht die URL zur Website. Da könnt ihr auch auf den Discord joinen. Ihr könnt da euch als Beta-Tester bewerben. Es wird sowieso jeder genommen. Also bewerbt euch einfach. Dann können wir nächstes Mal, Invasion machen auf dem Server. Wäre cool. Aber wir sind schon ganz gut am Inversieren. Ja, das ist irgendwie, ich habe ziemlich viele Zuschauer gesehen heute auf dem Server, war ganz cool. Ja, generell auch der Discord und so. Wir sind gut dabei. Also die Plebs übernehmen. Oh ja, Mann. Richtig gut. Ich hätte gesagt, man muss einen Mod kaufen. Ja, wir tun einfach das Ding so übernehmen. Ja. Yay, Pleb Power. So. Dann verabschiede ich mich und wir hören uns vielleicht morgen oder ihr hört den Hardy morgen oder so, keine Ahnung. Wir schauen mal. Jo. Haut rein und ciao. Bye.